Ja, ich glaube, für Gundlach mit gutem Gefühl spielen viele Aspekte von Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wir haben uns damit intensiv auseinandergesetzt, das tun wir schon immer. Auch meine Eltern haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, zu wissen, was Kunden denken und die Produkte, die Themen, unsere Wohnung, alles, was wir bauen, so zu machen, wie Kunden es haben wollen. Das tun aber viele. Und ich glaube, bei uns ist es so, dass wir da eine Kultur haben, Kunden einzubeziehen, Kunden zu befragen und wir uns versuchen, sehr kompromisslos daran auszurichten, was Kunden wichtig ist. Dafür befragen wir sie, da stellen wir unsere Produkte darauf ein, auch manchmal, wenn es weh tut. Also wir geben Garantieversprechen, wo manche am Markt den Kopf drüber schütteln. Und das tut manchmal dann auch weh, wenn man die dann auch erfüllen muss. Aber ich glaube, dass im Sinne der Nachhaltigkeit wir ein sehr fairer Partner sind für unsere Kunden und dass auch viele Kunden Wert darauf legen, dass wir ein Familienunternehmen sind, dass wir eine sehr tiefe Wertorientierung haben, dass wir uns Gedanken um soziale Themen machen, um ökologische und so. Es gibt auch Kunden, die dann sagen, ja, macht lieber ein bisschen weniger und die Produkte ein bisschen billiger. Gibt es auch, aber wir haben auch schon viele Kunden, die genau darauf Wert legen. Und manchmal kriegen wir auch genau deswegen ein Grundstück, weil Leute sagen, ich finde es gut, wenn Gundlach das macht. Und Mitarbeiter entscheiden sich deswegen für uns. Und insofern glaube ich, dass da ein gutes Gefühl entsteht, dass man eine gute Wohnung mietet oder kauft bei einem Partner, so sehen wir uns, der eben für bestimmte Dinge steht.